Hi, I'm Nina Gigele and this is Gears Mindset Talk. I'm here to interview and talk with athletes, pros, mental coaches, entrepreneurs and many more who relate to skiing. Together we want to improve our mindset in skiing and also in business life. Wow, wir sind zurück hier beim Skiers Mindset Talk mit einer ganz besonderen Person heute, mit dem Günther Aigner. Der sitzt gerade in Vancouver. Ich habe ihn aufgeweckt, 7 Uhr in der Früh. Das freut mich richtig, dass er sich für mich Zeit nimmt und für uns alle. Ja, kurz ein bisschen zum Günther. Ich bin ja auf ihn auf LinkedIn aufmerksam geworden und er ist ja super spannend. Also war beim Kitzbühel-Tourismus, macht gerade sein Doktorstudium in Innsbruck fertig und engagiert sich sehr gut mit seiner eigenen Firma Skisport-Zukunft über den Skisport und die Zukunft vom Skisport. Und ja, ich glaube, Günther, erzähl ein bisschen selber von dir. Wer bist du? Was machst du? Was ist deine Leidenschaft dazu? Ich glaube, es ist Skifahren. Ja, hallo Nina. Danke einmal, dass ich bei dir zu Gast sein darf in deinem Podcast. Es freut mich sehr. Meine Leidenschaft ist seit meiner Kindheit das Skifahren, aber auch der Schnee. Also bei mir war es nicht nur das Skifahren, sondern alle Schneesportarten und vor allem der Schnee, das Medium Schnee. Das hat mich schon als kleines Kind fasziniert. Ich habe immer schon den Papa gefragt, wie viel schneit's morgen und wie viel schneit's auf der Storblatt. Ich bin geboren in Weitring und die Storblatt, das ist unser Skigebiet und das wollte ich immer alles ganz genau wissen und das ist das, was mich am meisten fasziniert hat. Der Schnee selber und was man dann auf dem Schnee machen kann. Also von Schneeschaufeln eben bis zu dem Gleiten auf Schnee. Ich war in meiner Kindheit und Jugend dann Langläufer, dann hat mich die Snowboardwelle erfasst. Und durch das Skitouren gehe, bin ich dann so mit 17, 18 wieder so richtig zurückgekommen zum Skifahren. Und jetzt meine Leidenschaft ist eigentlich das Skifahren gehen und das Tiefschneefahren. In meiner Studienzeit, ich habe Sport und Wirtschaft studiert, war ich Skilehrer in Weitring eben und dann in Zürs am Arlberg. Und das hat mich sehr geprägt. Das hat mir auch sehr auf den Kopf geöffnet mit so einer internationalen Zielgruppe zum Skifahren. Und dann bin ich irgendwie zu Kitzbühel-Tourismus gekommen. Das war jetzt nicht so geplant. Es hat sich so ergeben und ich war dann der Leiter der Veranstaltungen und des Sportmarketings. Und da habe ich mich dann auch beschäftigt damit, hat das Skifahren in Kitzbühel, das von allen prominenten Skigebieten am tiefsten liegt, eine Zukunft? Und da hat eigentlich dann meine Neugier begonnen. Hat das Skifahren Zukunft und wenn ja, welche? Und da bin ich draufgekommen. Die Leute, die darüber sprechen, die kommen meistens nicht aus der Skifahrerecke. Das heißt, die können ihre Daten, Fakten und Erkenntnisse nicht ummünzen auf das Skifahren. Und darum kommen oft solche Missverständnisse außer. Und ich habe damals gedacht, was die sagen, das sind falsche Rückschlüsse, das stimmt nicht. Und das muss irgendjemand besser machen. Und dann haben wir gedacht, das könnte zum Beispiel unter anderem auch ich sein. Und dann habe ich vor 10 Jahren, 2014, gestartet mit meiner Firma Zukunft Skisport. Ich generiere Wissen rund um das Skifahren und um den Skitourismus und ich berate Firmen, die im Skitourismus tätig sind. Ich bin Keynote Speaker und ich bin Gastlektor an diversen Fachhochschulen. Und wie du gesagt hast, als Hoppe mache ich jetzt gerade meinen PhD, meinen Doktor noch an der Uni Innsbruck. Sehr cool, super. Vielen Dank für deine Einführung zu dir selbst. Und es freut mich richtig, weil dieses Thema, die Zukunft vom Skitourismus, beschäftigt mich selber sehr, weil wir auch schon mal gesprochen haben, einfach es sehr negativ oft behaftet wird. Es wird kommt nicht immer super positiv rüber, wenn man Ski fährt. Und deshalb freut es mich, dass du da heute da bist, weil du wirst uns ein paar Insights geben. Demnach ist das nämlich nicht so ganz. Das stimmt nicht ganz, was da so rumkommuniziert wird. Und ich habe auch letztens gelesen bei dir, dass du hast ein bisschen so analysiert, dass ja noch nie so viele Skifahrer wie heuer gegeben hat oder jetzt momentan am Globus. Es sind ja über 150 Millionen Leute, was Skifahren, mit China, einem der ansteigenden Wachstumsmärkte, mit Amerika und ich war heuer selber drüben. Die waren ja so fasziniert und die mögen Skifahren. Das ist ja eine pure Passion. Und natürlich nach wie vor mit Deutschland, die was einer der wichtigsten Märkte in Europa sind. Was kannst du da dazu sagen? Also das ist ja einmal schon sehr vielversprechend. Ja, und da sind wir jetzt gleich schon bei einem dieser Weltuntergangsthemen. Ich bin manchmal ein bisschen sarkastisch, also das bitte mir zu verzeihen, aber ich habe manchmal das Gefühl, eben speziell der deutschsprachige Raum ist
wenn es um den Weltuntergang geht, immer ganz vorne mit dabei und es pessimistisch zu sehen. Ich glaube, in den USA werden die Dinge oft viel optimistischer gesehen. Aber jetzt zu deiner Zahl eben. Wenn ich im deutschsprachigen Raum den Leuten sage, es hat noch nie so viele Skifahrer gegeben wie heute, dann glauben die, das ist ein schlechter Scherz. Weil jeder weiß, es gibt immer weniger Skifahrer und bald wird es keine Skifahrer mehr geben. Also das weiß vermeintlich jeder. Und die halbwegs wissenschaftlichen Zahlen, die wir haben, es gibt keine exakten Zahlen, aber die halbwegs wissenschaftlichen Zahlen, die wir sagen, es gibt derzeit mehr Skifahrer als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit, nämlich ungefähr 150 Millionen, wie du gesagt hast. Diese Zahlen sind vom Schweizer Forscher Laurent Vanat. Der macht seinen International Report on Ski and Mountain Tourism jedes Jahr neu und forscht so gut es geht. Es gibt nämlich keine weltweiten Umfragen mit den gleichen Kriterien in allen Ländern der Welt und das wird es auch nie geben. Wer sollte das organisieren und durchführen und finanzieren? Aber wir können uns annähern und diese Zahlen sind gut, so gut wie es geht. 150 Millionen Skifahrer und jetzt gibt es zwei große Wachstumspole. Der erste große Wachstumspol und der wichtigste ist China. Das wird ja niemanden überraschen. In den letzten 20 Jahren, wenn es irgendwo in irgendwas Wachstum gegeben hat, war es immer China natürlich, weil die eine große Bevölkerungsmasse aus der Armut in die Mittelschicht katapultiert haben. Und überall, wo die Mittelschicht steigt, steigt auch das Skifahren und der Skitourismus. Ganz egal, ob die Schnee haben oder nicht. Vor 20 Jahren war Brasilien eines dieser Boomländer und die Premium-alpinen Tourismusorte haben sich alle um die Brasilianer duelliert, weil durch das Anwachsen der Oberschicht und Mittelschicht da ein Segment entstanden ist in einem Land, das selber ja praktisch keinen Schnee und kein Skifahren hat. Und in China passiert sehr großes Wachstum. Allerdings wird die Skikultur in China sehr wahrscheinlich ein anderes sein als in den westlichen Ländern. Also was wir unter Skifahren verstehen, ist nicht unbedingt das Gleiche, was die Chinesen verstehen. Wenn die Skifahren gehen, dann gehen sie eher so auf Schneespielplätze, Schneesportplätze. Aber da ist großes Wachstum. Und der zweite große Wachstumspol ist in den USA. Also die USA haben jetzt zweimal in Folge die erfolgreichste Skisaison aller Zeiten gehabt, nämlich was die Erst- zu Dritte betrifft oder international bezeichnet die Skier-Visits. Der zweite große Wachstumspol sind die USA. Die USA sind der größte Skitourismusmarkt der Welt, der größte Einzelmarkt. Vor 20, 30 Jahren waren es noch Japan und die USA ex aequo. Und jetzt Japan ist komplett abgestürzt, da können wir auch drüber sprechen, warum. Was ist eigentlich passiert, damit eine der ganz großen Skinationen komplett abgestürzt ist? Japan. Das wäre auch nochmal ein spannendes Thema. Aber die USA, die haben also ihre Führung weiter ausgebaut und in den letzten 2 Jahren hatten die zweimal hintereinander die erfolgreichste Skisaison aller Zeiten in der Geschichte der USA, nämlich betreffend die Erst- zu Dritte und die Skier Days. Und auch die großen Firmen wie Doppelmayr, mit denen ich spreche, die sagen, in den USA ist betreffend dem Skifahren und dem Skitourismus derzeit Goldgräberstimmung. Die sind auch aus der Corona-Krise viel besser herausgekommen. Das hat aber viele Gründe, das ist jetzt sicher nicht unser Thema. Jedenfalls, während die Alpen noch darum kämpfen, die Vor-Corona-Niveaus zurückzuerobern, sind die Amerikaner schon längst ganz woanders. Und die Chinesen natürlich auch, aber die Chinesen haben natürlich am Anfang ein ganz anderes Niveau gehabt. Und jetzt kommt der dritte große Pol, weil die Alpen ja wahrscheinlich für die meisten deiner Hörerinnen und Hörer am interessantesten sind. Für die Alpen war immer der wichtigste Quellmarkt Deutschland und es wird auch immer so sein. Und bis die Welt untergeht, wird Deutschland der wichtigste Quellmarkt für den Skitourismus in den Alpen sein. Warum ist es so? Erstens fahren sehr viele deutsche Ski, nämlich 15 Millionen. Übrigens USA ungefähr 25 Millionen und China ungefähr 34 Millionen. Und 15 Millionen Deutsche fahren Ski häufig und gelegentlich. Und die, und das ist das Spannende, die Deutschen fahren nicht im eigenen Land Ski. Die Chinesen werden nämlich in Zukunft im eigenen Land Ski fahren, nicht in den Alpen, braucht keine Angst haben, dass lauter Chinesen bei uns Ski fahren. Die USA sind immer schon zu Hause Ski gefahren. Und die paar Amerikaner, die zu den europäischen Premium-Skiorten fahren, das ist ein ganz geringer Prozentsatz. Aber die Deutschen fahren nicht im eigenen Land Ski. Das ist also ein skitouristischer Exportmarkt. Die Deutschen fahren Ski
In Österreich, in Südtirol, in der Schweiz, in Frankreich, aber vor allem in Österreich und in Südtirol. Und deshalb haben wir in Österreich in den Alpen 6er- und 8er-Sessellifte, weil die Deutschen bei uns Skifahren. Wenn die Deutschen nicht mehr kommen, haben wir wieder 2er- und 1er-Sessellifte. Und das ist also ganz wichtig zu verstehen. Der wichtigste Quellmarkt skitouristisch in Europa ist Deutschland und die Deutschen fahren nicht im eigenen Land Ski, sondern in den benachbarten Ländern, vor allem in Österreich. Und wenn man das weiß, dann weiß man auch, die Zukunft des Skitourismus in Österreich hängt nicht in erster Linie ab, ob wir etwas mehr oder weniger Schnee bekommen oder ob die Winter jetzt noch einmal 1 Grad Celsius wärmer werden, sondern sie hängen am Wirtschaftswachstum von Deutschland. Und jetzt könnte man ganz provokant sagen, aber nicht weit weg von der Realität, solange die Deutschen Autos und Maschinen in die ganze Welt verkaufen und einen Teil dieses Geldes für ihren Skiurlaub ausgeben, wird es den alpinen Tourismusdestinationen gut gehen. Und wenn das in Zukunft aus irgendeinem Grund nicht mehr passieren würde, dann gehen die Lichter aus. Und das wäre für uns viel schwieriger verkraftbar als ein paar Winter, wo der Schnee erst ab 1000 Meter losgeht. Vielen Dank, spannend. Jetzt sagen viele oder fragen auch viele, kann man überhaupt 2050 noch Skifahren? Ja, super Frage. Super hätte Frage. Hätte von mir sein können. In den Medien wird ja immer gefragt, kann man 2100 Skifahren, noch Skifahren? Und dann sage ich immer, Moment, 2100, falscher Zeitraum, 2100, die Klimaszenarien sind natürlich, je weiter ich in die Zukunft schaue, desto weiter gehen sie auseinander, unsicherer. Aber 2100 ist auch alles andere unsicher. Wie steht es denn um Europa? Gibt es die EU noch? Gibt es den Euro noch? Gibt es die österreichischen Bundesbahnen noch und die Deutsche Bahn oder fliegt alles durch die Gegend? Vom Jahr 2100 wissen wir nichts. Und deshalb würde ich dringend empfehlen, nicht über Skifahren im Jahr 2100 zu sprechen, sondern ich bin deiner Meinung, sprechen wir über Skifahren 2050. Das ist in knapp 30 Jahren, 25, 30 Jahren. Das ist eine Investitionsperiode. Das ist etwas, über das wir seriös sprechen können. Und du hast jetzt den Schnee und das Klima angesprochen. Da gibt es die ÖKS 15 Klimaszenarien und die sagen, von jetzt bis zum Jahr 2050, also 2020 bis 2050, diese 30 Jahre, werden sich die Winter um weitere 1,4 Grad Celsius erwärmen. Das heißt, die Schneegrenze, die jetzt auf ein gewissen Level X ist, die wird dann in den nächsten 30 Jahren im schlimmsten Fall noch einmal um 200 Meter ansteigen. Also wenn ich jetzt in Seefeld auf 1200 Meter Seehöhe eine gewisse Schneesicherheit X habe, mit der ich zufrieden bin, dann müsste ich quasi bis zum Jahr 2050 das Seefelder Plateau mit einer Hebebühne 200 Meter nach oben bringen. Dann hätte ich im Worst-Case-Szenario der Klimasimulationen die gleiche Schneesicherheit wie jetzt. Da das mit der Hebebühne aber nicht passieren wird, wird die Schneesicherheit am Seefelder Plateau etwas abnehmen. Und da kann man dann quasi verschiedene Rückschlüsse ziehen. Aber der springende Punkt ist, dass die Leute, unsere Gesellschaft, ganz andere Erwartungen hat. Also ich mache immer wieder so Abtestungen bei meinen Vorträgen, wo die Leute geheim und ohne auf ihr Handy zu schauen, ohne mit dem Nachbarn zu sprechen, abstimmen. Wie viele Meter wird die Schneegrenze bis 2050? Im Worst-Case-Szenario, also dieses Klimakleber, letzte Generation-Szenario, wie viel wird es ansteigen? Und die Leute geben ganz verrückte Angaben ab. Wird um 400 Meter ansteigen, 600 Meter, 800 Meter, manche sagen um 1500 Meter wird die Schneegrenze ansteigen. Dann sage ich, ja, dann sind auch, so wie an der FH Kufstein gefragt, die Studenten, dann wären auch am Gipfel des Wilden Kaisers, hätten wir dann 2050 keine Schneesicherheit mehr. Nein, hätten wir nicht mehr. Dann sage ich, ja, das wäre das Ende des Skisports. Aber die Wissenschaft ist anderer Meinung. Also 200 Meter wird die Schneegrenze ansteigen. Für die meisten klassischen Skigebiete kein Problem. Dazu kommt, dass die technische Beschneiung immer besser wird. Und auch mein Freund und Kollege Robert Steiger von der Universität Innsbruck hat das ausgerechnet. Mit den heutigen Möglichkeiten der technischen Beschneiung werden 80% der österreichischen Skigebiete im Jahr 2050 im Worst Case der Klimaszenarien noch schneesicher sein. Also von dieser Seite komplette Entwarnung. Es wird nicht überall gleich gut zum Skifahren gehen. Es wird ein bisschen schlechter werden. Die Schneegrenze wird ein bisschen ansteigen.
Auf das Skifahren kein Problem. Und wieso ist dann so diese Wahrnehmung so überzogen oder verzogen? Das ist die große Frage. Und das ist die große Frage und da kann ich nur Vermutungen anstellen. Wir haben in unserem Vorgespräch schon das Thema kurz angerissen. Die Diskussion auch eben die Auswirkungen des Klimawandels auf das Skifahren, die haben all jene Leute, die das Skifahren verteidigen, also vor allem die Skitouristiker, eher vermieden. Also man hat diese Diskussion vermieden, man hat die Köpfe eingezogen und hat sich in die Schützengräben zurückgezogen, sprichwörtlich quasi. Und man hat die Diskussion den Gegnern des Skifahrens und den NGOs überlassen und die haben ihr Spielfeld gekonnt genutzt. Das erkenne ich ja positiv an. Die haben das gut gemacht aus ihrer Sicht und haben ein sehr negatives Bild von der Zukunft des Skifahrens geprägt. Wenn du mit Meteorologen und Klimaforschern sprichst, die Ahnung haben vom Skifahren, die die Simulationsergebnisse auf das Skifahren ummünzen können, sind die weit weniger pessimistisch als die öffentliche Meinung. Und das müssen wir schnellstens ändern, weil sonst hat das Skifahren keine Zukunft. Wenn alle Leute, die jetzt 30, 35 sind, glauben, Skifahren hat keine Zukunft in 20 Jahren, dann wird auch niemand mehr den Kindern das Skifahren beibringen. Weil ich wäre doch saublöd, wenn ich genau wüsste, Skifahren hat keine Zukunft und dann noch so viel Geld und Zeit zu investieren, das Skifahren meinen Kindern beizubringen. Aber ich würde es machen, wenn ich glaube, das Skifahren hat eine Zukunft. Also das ist jetzt meine Warnung, dass jetzt die Erwartungen an die Zukunft des Skifahrens so verschoben sind und so verrückt. Das müssen wir dringend beheben. Ja, und Skifahren bietet so viel. Also es tut jedem gut. Ich rate jedem, Skifahren zu lernen. Also. Ja, weil die Klimamodellsimulationen sind viel positiver, als die Leute glauben. Und wir haben da so einen Negativismus und der muss sofort weg. Also dieses, wir werden alle sterben und diese letzte Generation hat keine Zukunft, das ist total verrückt. Und von dieser Negativität müssen wir weg, weil die lähmt auch jede Innovationskraft unserer Gesellschaft. Innovationskraft habe ich nur, wenn ich ein positives Bild von der Zukunft habe. Und diese Stimmung so quasi, es ist eh schon alles egal. Das ist total fatal, da müssen wir sofort weg davon. Gebe ich dir voll recht. Also sehe ja so und bin auch als positiver Verfechter vom Skisport. Und ich sehe es wichtig, dass jeder einfach Skifahren lernt, die Möglichkeit bekommt, da hinzugehen, weil es tut ja mental gut. Und wie wir jetzt wissen, ist es auch ökologisch aushaltbar. Du hast ja da auch ein paar Zahlen gebracht oder veröffentlicht zum Thema CO2-Footprint. Das ist ja so, oh mein Gott, dieser CO2-Footprint, wenn ich von München zum Skifahren fahre, das ist ja gar nicht so schlimm. Ja, das müssen wir jetzt aufdröseln. Also erstens einmal Zahlen veröffentlicht, die ganz große Veröffentlichung steht noch bevor, das kann auch noch lang dauern. Ich spreche also von einem Teil meiner Dissertation, meiner PhD-Arbeit. Da muss man Artikel schreiben für wissenschaftliche Journals, Journale und muss die dann dort platzieren können. Und ein Artikel schreibe ich mit zwei Kollegen eben über die technische Beschneiung, über den Ressourceneinsatz, Wasser, Energie und wie viel CO2 da emittiert wird. Und da haben wir jetzt eigentlich die Untersuchung schon fertig und ich habe immer wieder so in Vorträgen schon darüber gesprochen, das nennt man so preliminary findings, also vorläufige Ergebnisse. Und die besagen, dass wenn ich in Österreich einen Tag Skifahren gehe, dann steht für die technische Beschneiung ein CO2-Footprint von 54 Gramm zur Verfügung. Das würde also bedeuten, 0,4 Kilometer mit einem Diesel- oder Benzinauto zu fahren. Das ist also praktisch nichts. Also wenn ich einmal zum Einkaufen fahre, weil ich einen größeren Einkauf habe zum Supermarkt, dann emittiere ich mehr CO2, als wenn ich einmal eben Skifahren gehe. Was aber schon das Problem natürlich ist, wenn ich von München in die Alpen oder von Hamburg oder von den Niederlanden in die Alpen fahre in den Skiurlaub. Da wird dann am meisten emittiert. Also die An- und Abreise hat den größten CO2-Footprint beim Skitourismus. Nämlich je nach Studie geht man davon aus zwischen 2/3 und 3/4. Also zwischen 66% und 75% des CO2s wird freigesetzt bei der An- und Abreise. Und damit hat der Skitourismus genau das gleiche Problem wie jede andere Form des Tourismus. Weil Tourismus hat immer mit Reisen zu tun. Jetzt könnte ich fragen,
Wie klimaschädlich ist eigentlich mein geliebter Urlaub auf einer griechischen Insel? Und die Antwort ist, auf der griechischen Insel fast gar nicht, weil du magst da nicht viel. Aber wie kommst du auf die griechische Insel? Ja, mit dem Flugzeug, das ist nicht gut. Wie klimaschädlich ist der berühmte Strandurlaub der Österreicher in Jesolo und Caorle und Rimini? Ja, nicht so gut, weil sie eine relativ lange Autofahrt machen müssen. Wie klimaschädlich ist, wenn die Deutschen nach Caorle und Rimini fahren? Noch schlechter, weil sie noch weiter mit dem Auto fahren müssen. Das heißt, wenn ein Wiener mit dem Auto an die Adria fährt oder ein Münchner, dann ist der CO2-Footprint schlechter, als wenn sie in die Berge fahren, zum Skifahren oder zum Wandern. Weil es kommt praktisch nur auf die Entfernung, auf die Reisedistanz an und auf das Verkehrsmittel. Oder noch einmal mit anderen Worten, ob der Münchner im Winter in den Dolomiten Skifahrt oder im Sommer Klettersteige geht, ist völlig wurscht, weil es kommt fast nur darauf an, wie reist er an und über welche Distanz. Und ob er dort wandern geht oder einen Klettersteig geht oder Skifahren geht oder Langlaufen geht oder eine Skitour geht oder in seinem Hotelzimmer liegen bleibt und Fernseh schaut oder ein Buch liest, ist mehr oder weniger völlig egal. Und diese Diskussion müssen wir anzetteln. Das Skifahren selber ist völlig wurscht. Die Frage ist, wie kommst du zum Skifahren? Und wenn jemand von New York mit dem Flugzeug anreist und am Arlberg Skifahrt, ist natürlich der CO2-Footprint schlechter, als wenn jemand von Wien mit dem Railjet nach Langen fährt und dann mit dem Bus oder mit dem Taxi nach Zürich oder so, dann ist der CO2-Footprint besser. Aber das, was er im Skiort macht, hat kaum einen Einfluss auf die CO2-Bilanz. Und das müssen wir den Leuten sagen. Das Skifahren ist nicht böse, sondern der Tourismus hat natürlich immer eine CO2-Emittierung zur Folge, weil Tourismus immer mit Reisen zu tun hat. Und so wird ein Schuh daraus. Spannend. Das heißt ja auch diese Beschneiungen, wie man es ja immer mehr sieht, fragen mir auch immer wieder Leute, man, es muss ja so schlecht sein, das Wasser, was da rausgespritzt wird. Ist das überhaupt Wasser? Das muss ja irgendein chemisches Mittel sein. Kannst du uns da was dazu sagen? Ich glaube, du bist da der Experte. Das ist so ein geiles Thema, weil es so viel Gesprächsstoff gibt und zum Aufklären gibt. Genau, fangen wir an beim Wasser. Das ist eine der berühmtesten und beliebtesten Urban Legends, ist diese Chemie im Schnee. Ja, aber diese Chemie im Schnee und die ja quasi die ganzen Pflanzen vernichtet und auch die armen Kühe, die dann das Gras wieder fressen müssen. Ja, diese Chemie im Schnee gibt es nicht. Im deutschsprachigen Raum ist nur trinkbares Wasser. Also ich sage absichtlich nicht Trinkwasser, aber es ist trinkbares Wasser, das dort verwendet wird. Also das ist also Wasser, das ist völlig unbedenklich. Und dieses Wasser wird in einen Kreislauf geschickt. Das ist quasi eine Kreislaufwirtschaft. Wie schaut das aus? Also im Herbst, im Frühling, wenn der Schnee schmilzt in den Bergen und auch auf den Skipisten, dann wird meistens schon wieder das Wasser raufgepumpt, von den Quellregionen rauf in die Speicherteiche. Und wenn der Sommer anbricht, so wie jetzt im Juni, sind die Speicherteiche meistens schon voll. Dann ist das Wasser für die nächste Skisaison schon dort oben gespeichert. Und dieser Transport des Wassers rauf in die Speicherteiche erfolgt eben rund um die Schneeschmelze, wenn genügend Wasser in allen Flusssystemen ist. Im Sommer passiert dann nichts, im Frühherbst auch nicht. Und im Spätherbst wird dann dieses Wasser in Form von Schnee auf die Pisten gesprüht. Da bleibt das Wasser gespeichert quasi in Form von Schnee. Und wir machen quasi aus einer natürlichen Ressource ein Wirtschaftsgut. Das Wirtschaftsgut Maschinenschnee auf der Skipiste, mit dem Wertschöpfung generiert wird. Und im Frühling schmilzt dann dieser Schnee langsam. Und dieses Wirtschaftsgut Maschinenschnee löst sich wieder auf und wird Wasser und geht wieder in die Quellen zurück, wo es dann wieder geschöpft wird. Wir schicken das Wasser also in den Kreislauf und nutzen es zeitweise als Wirtschaftsgut und sehen das als fast perfektes Beispiel einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft. Wir sagen jetzt immer bei den ganzen Net Zero Bewegungen, wir brauchen mehr Kreislaufwirtschaft. Ja, da haben wir eine Kreislaufwirtschaft, dass es besser gar nicht geht. Und es gibt Länder auf der Welt, wo ein biologisch abbaubares Bakterium verwendet wird, und das ist das berühmte Snowmax. Und das wäre auch relativ unbedenklich. Das wird im angloamerikanischen Raum verwendet, im deutschsprachigen Raum
ist es überall verboten. Also in Deutschland verboten, in Österreich verboten, in Südtirol verboten und in den deutschsprachigen Kantonen der Schweiz auch. Das heißt, bei uns nur trinkbares Wasser und das schickt man im Kreislauf herum. Das wird nicht verschmutzt, es wird nicht kontaminiert, das Wasser wird auch nicht weniger, das Wasser geht auch niemanden irgendwo ab, es trocknet auch nicht in Wien und im Burgenland der Neusiedlsee aus wegen den Schneekanonen. Nein, das hat überhaupt keine Auswirkungen. Und der Wasserhaushalt ist quasi von dem überhaupt nicht betroffen. Das ist immer das erste ganz wichtige Thema. Das zweite Thema ist die elektrische Energie. Und in Österreich, und das kommt bei unseren Zahlen heraus, wird 99,9% der Maschinenschneemenge in Österreich mit erneuerbarer Energie produziert. Sag jetzt nochmal, 99,9% der Maschinenschneemenge in Österreich wird mit erneuerbarer Energie gewonnen. Und die hat fast keinen CO2-Footprint. Nämlich das Umweltbundesamt rechnet mit bei einem Gigawatt Stromverbrauch von erneuerbarer Energie werden 10 Tonnen CO2 freigesetzt. Das ist also ganz wenig. Und deshalb hat eben die technische Beschneiung in Österreich fast keinen CO2-Footprint. Und am Ende kommen eben dann raus, wenn ich einmal Skifahren gehe, steht für die technische Beschneiung 54 Gramm CO2 zu Buche. Das ist so, wie wenn ich 0,4 Kilometer mit dem Auto fahre. Wenn ich jetzt also deinen Podcast anhöre und ich bin sehr klimabewusst und ich möchte trotzdem noch Skifahren gehen, dann ist die Botschaft ganz klar. Wenn du klimabewusst bist und Skifahren gehen willst, dann geh so oft Skifahren, wie du willst. Jeden Tag im Winter kein Problem, aber achte auf deine An- und Abreise, fahr am besten den Öffis. Zug ist natürlich gut, Bus ist auch gut, also möglichst mit den Öffis, wenn man mit dem Auto fährt, Fahrgemeinschaften. Aber das Skifahren selber hat praktisch keinen wesentlich schlechteren CO2-Footprint als das Skitourengehen. Weil auch beim Skitourengehen ist es immer die Frage, wie komme ich dorthin? Also wenn ich mit dem Auto große Distanzen fahre zu meiner Skitour, dann habe ich da natürlich meinen CO2-Rucksack produziert. Also man kann klimabewusst Skifahren, indem man mit den Öffis anreist und dann passiert CO2-mäßig praktisch gar nichts. Sehr schön, das motiviert mich richtig zum Skifahren wieder. Das ist so, ist so, freue mich schon. Danke, Günther. Ich habe jetzt ein bisschen deinen YouTube-Channel letztens durchstöbert oder eigentlich schon verfolge den schon länger. Kann ich auch jedem empfehlen, was sich zum Thema Schnee, Winter, Skitourismus interessiert. Und du berichtest sehr oft über Winter. Also 1740 war so ein großer Winter und dann die Winterzahlen, die Schneezahlen in Lech. Also sehr diverse. Und jetzt interessiert es mich gerade, du warst ja letztens auf dem irgendeinem Käse, weiß jetzt gar nicht mehr, wo du die Schneehöhenmessen warst. Ah ja. Da war ich nämlich noch nie. Super spannend. Und jetzt wollte ich einfach so mal fragen, ich meine, wir haben nach wie vor sehr viel Schnee auf gerade speziell über 2,5 würde ich mal sagen. Und was würde, kannst du da dazu irgendwas sagen? Es hat, mir kommt vor, dass wir eigentlich kaum einen Firn gehabt haben, da wo man es gehabt hätte sollen. Also wir haben es im Weihnachten haben wir Firnzeiten gehabt, da war es super warm oder im Februar. Aber dann später war es eigentlich relativ schneereich, kalt, schlecht Wetter, gerade im Mai. Gibt es da irgendwie, jetzt hat jetzt viel geregnet, wieder viel geschneit, gibt es da irgendwie so ein Szenario oder irgendein Gedanken von dir, warum das so ist? Ja, spannend. Noch einmal, weil du gesagt hast, YouTube-Channel, das war gerade kurz Werbung, ich habe zwei Kanäle, einer heißt Günther Aigner Zukunft Skifahren und der populärere, komischerweise, mein zweiter Kanal hat sich viel populärer entwickelt, das ist Günther Aigner Schnee und Klima. Da beschäftige ich mich mit Klimasachen, aber nicht mit CO2, von dem verstehe ich nichts. Ich bin kein Atmosphärenphysiker und kann in diese Diskussion nicht eingreifen und will auch nicht, sondern ich beschäftige mich damit, wo schneit es viel, also in welche Regionen schneit es viel und hat der Schneefall zu oder abgenommen in einzelnen Regionen, eben Lech am Arlberg habe ich glaube ein schönes Video. Und ich beschäftige mich mit Wetterereignissen der Vergangenheit, die extrem waren. Also wann war der heißeste Sommer? Wann war der kälteste Sommer, wann waren die kältesten Winter und so weiter. Und da mache ich auch ab und zu aktuelle Videos, nämlich für das Land Salzburg mache ich
Schnee- und Niederschlagsmessungen am Stubacher Sonnblickkäse. Das ist im Oberpinzgau in der Granatspitzgruppe. Da gibt es einen bekannten Stützpunkt, die Rudolfshütte. Ja. Das ist ein schöner Skitourenstützpunkt im Winter, toller Stützpunkt. Und von da aus starte ich und mache analoge Niederschlagsmessungen. Da stehen so Dinger in der Landschaft, so Totalisatoren. Da regnet und schneit es rein und das tue ich ablesen. Und oben auf 2750 Meter tue ich eben die Schneehöhen sondieren. Und heuer haben wir folgenden Status quo Anfang Juni 2024. Wir haben dort oben in den Gletscherregionen sehr viel Schnee, weil das Winterhalbjahr sehr feucht war. Also genauso wie du gesagt hast, wir haben kein Niederschlagsproblem, sondern eher wird derzeit der Niederschlag wieder mehr. Und dort, wo es kalt genug ist, schneit es auch zum Teil mehr als früher. Und in den Gletscherregionen haben wir heuer sehr viel Niederschlag gehabt in diesen 6 bis 8 Wintermonaten. Und deshalb haben wir jetzt sehr viel Schnee. Am Stubacher Sonnblick Käse habe ich jetzt auf 2750 Meter Anfang Juni noch 4,30 Meter gemessen. Und das ist wirklich sehr viel Schnee. 4,30 Meter kompakt gesetzter Schnee. Und jetzt käme ich wieder zu den Klimamodellsimulationen. Der heurige Winter war schon ein Winter der Zukunft. Die Modellsimulationen sagen, die Winter werden milder werden, das heißt, die Schneefallgrenze geht eben noch weiter nach oben, wir haben schon drüber gesprochen, und die Winter werden aber auch feuchter werden, sehr wahrscheinlich zumindest, und das heißt, 2050 wird es da, wo es noch schneit, also 200 Meter geht die Schneegrenze rauf, haben wir gesagt, da, wo es noch schneit, könnte es durchaus mehr schneien als heute. Das heißt, der Powder geht uns nicht aus. Und das, was du gesagt hast, dass du aus deiner Sicht zu wenig Firn hattest, das hat damit zu tun, weil eben das Frühjahr feuchtbar und niederschlagsreich und eigentlich winterliche Schneeverhältnisse gebracht hat. Und diese langen Sonnenscheinperioden in der richtigen Temperaturskala, wo es dann in der Nacht immer auskühlt und wieder friert und dann habe ich am nächsten Tag wieder Firn und dann friert es wieder und dann habe ich wieder Firn. Und durch das Abtauen am Nachmittag verschwinden auch ein bisschen die Spuren vom letzten Firntag und die Tafel ist quasi wieder neu bereitet. Diese lange Schönwetterperiode im März oder so, die haben wir heuer nicht so gehabt und darum war der Firn nicht so. Und wir haben, letzter Punkt zu dem Thema noch, in den letzten 20, 30 Jahren haben wir eine Tendenz, eine Parallelverschiebung des Winters nach hinten. Die Einschneidzeitpunkte sind später gekommen und der Winter hat hinten länger gedauert. Das hat zu folgendem Phänomen geführt. In den großen Städten sind die Weihnachts- und Christkindlmärkte immer seltener unter winterlichen Bedingungen gewesen. Weihnachten hat es auch oft grüne Weihnachten gegeben, manchmal hat es auch grüne Silvester gegeben. Und wenn du einen Christkindlmarkt hast, ohne winterliche Verhältnisse, wenn du grüne Weihnachten und grüne Silvester hast, dann sagen wir kollektiv als Gesellschaft am 1. Jänner, der Winter heuer, der war gar nichts. Obwohl der Winter ja eigentlich erst richtig losgeht. Das heißt, wir haben eine Parallelverschiebung nach hinten und die wird von unserer Gesellschaft so wahrgenommen, dass die Winter kaum noch stattfinden, weil wenn die Winter nämlich im März und April stattfinden, dann sind die Leute eher genervt davon. Das ist im Universum aber egal. Und am Arlberg, weil wir zwar viel über den Arlberg sprechen, in Lech am Arlberg habe ich das herausgemessen aus den statistischen Daten, dass der Zeitpunkt der größten Schneehöhe des Winters auch etwa 3 bis 4 Wochen nach hinten gerückt ist. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass das Pendeln nicht ewig in die Richtung geht, sondern wieder mal zurückpendeln wird. Das heißt, wir werden in Zukunft ganz sicher wieder Winter erleben, wo es sehr früh einschneit und wo dem Winter dafür dann aber im März dann das Gas ausgeht. Spannend, sehr cool. Vielen Dank dafür. Das freut mich sehr. Ja. Ich glaube, wir können noch länger darüber reden. Wir müssen wahrscheinlich nur mal einen zweiten Termin ausmachen. Das machen wir. Und ich habe nämlich noch 1000 Fragen gefühlt. Vielen Dank, das hat mich jetzt sehr gefreut. Es war sehr lehrreich und sehr informativ und wichtig, glaube ich, auch für die Zuhörer. Würde mich freuen, wenn wir an alle Zuhörer, die was da sind, gibt uns ein Like und schreibt uns, wenn irgendwelche Fragen auftreten. Und ja, in dem Fall wünsche ich dir jetzt gute Zeit in Vancouver. Ich habe da drüben mal studiert. Grüß es mir. Und nicht so viel Putin essen, gell? Das ist schon nicht ganz gut. Nicht ganz so gesund. Genau, gute Zeit. Vielen Dank für alles und bis bald. Danke, Nina.